Ja, der deutsche Aktienindex zeigt sich auch heute kaum verändert. Dennoch erreichte der DAX vor wenigen Minuten bei 11.237 Zählern ein neues Allzeithoch. Der DAX liegt jetzt kurz darunter bei 11.234 Punkten mit 24 Zählern oder 0,2% im Plus. Aber das sorgt jetzt hier nicht für große Aufruhr, denn wir hatten dieses Kursniveau in den vergangenen 2 Handelstagen vor- und nachbörslich immer mal wieder beobachten können. Es löst jetzt im Moment zumindest keine neuen Anschlusskäufe am deutschen Aktienmarkt aus. Der letzte Schub nach oben kam ja durch Spekulationen darauf, dass die Zinswende in den Vereinigten Staaten von Amerika, wie von vielen vermutet, nicht im Sommer, sondern erst später kommen werde. Naja, und das setzte dann neue Kräfte frei. Umso entscheidender dürften natürlich auch wiederum Konjunkturdaten aus den USA sein, die wir dann auch am heutigen Nachmittag bekommen. So stehen zum Beispiel Inflationsdaten und auch der Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter auf der Agenda. Sowieso kommen am Donnerstagnachmittag immer Daten vom Arbeitsmarkt, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Also diese werden natürlich ganz genau beobachtet. Das ist überhaupt gar keine Frage. Der Euro zeigt sich im Marktumfeld aktuell bei einem Dollar 13,70 ebenfalls kaum verändert. Der Goldpreis liegt bei 1218 US-Dollar pro Feinunze. Wir schauen uns nochmal 3 Einzelwerte aus dem DAX an, die heute Zahlen vermeldet haben. Zuerst die Allianz-Aktie, die, das will ich vorwegnehmen, Schlusslicht im DAX ist mit einem Abschlag von 2% auf 146,90 €. Zeitweise betrug der Rückgang hier 4% auf ein Tagestief von 143,90 €. Die Zahlen würden sich nicht dazu eignen, in Jubelstürme auszubrechen, sagte ein Händler. Und damit meinte er wohl nicht nur die Geschäftszahlen selbst, sondern wohl auch die Bemerkungen zur Dividende. Die wird zwar auf ein Rekordniveau von 6,85 € pro Aktie angehoben, aber hier hatten sich offenbar einige Marktteilnehmer 7 € Gewinnausschüttung erwartet. Also die Enttäuschungsreaktion sehen wir eben dann in Form von eher verkauften Aktien und fallenden Kursen. Kurz danach rangiert aber schon die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Abschlag von 1,6% auf der Verliererseite mit 15,87 €. Auch hier hatten die Zahlen wohl eher enttäuscht. Die Dividende soll künftig bei mindestens 50 Cent liegen bei der Deutschen Telekom und in den Jahren 2015 bis 2018 jährlich im Schnitt um 10% klettern. Auch hier hatten sich offenbar einige Aktionäre mehr erhofft. Gut sieht es dagegen bei Bayer aus, vor allen Dingen der Ausblick. Hier soll der Konzernumsatz auf 46 Milliarden Euro zulegen und vor allem neue Arzneien sollen 2015 rund 4 Milliarden Umsatz einfahren. Die Bayer-Aktie legt zu um 1,3% auf 129 Euro.